Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Hey Lenny, du alter Hartz-IV-Terrorist. Was wird denn das, wenn es mal fertig ist? Ach nee, der Herr Monsage lässt sich auch mal blicken, Mann. Das wurde aber auch höchste Zeit. Wie? Was? Höchste Zeit? Das klingt ja so, als wenn das höchste Gericht tagen würde. In gewisser Hinsicht ist es ja auch so. Ich meine, ich verstehe ja nur seltener halt was, aber das hier, das ist mir echt ein wenig zu hoch, ey. Und außerdem, was baust du denn da? Das sieht ja echt mordsmäßig gefährlich aus, ey. Da kann ja sonst was passieren. Mord, es ist 8 Uhr morgens und du willst direkt alles wissen. Aber ich werde versuchen, es dir zu erklären. Na, dann leg mal los. Sonst vergesse ich noch am Ende, was ich von dir wissen wollte. Mord, was wolltest du wissen? Nee, Spaß, Alter, hör zu. Ich baue ja eine Arche, eine Remake der Arche Noah. Hab ich mir schon fast gedacht, dass du schon wieder was ausgeheckt hast. Nur halt mal deinen Sabbelmord und hör zu. Als ich vor ein paar Tagen die Nachrichten im Fernsehen gesehen habe, da kam ein Bericht über riesige Wassermassen in Australien. Die haben da gerade Land unter und kein Ende in Sicht. Der Wetterfuzzi meint dann noch, dass es auch bei uns im Osten demnächst losgeht mit dem Hochwasser und so. Ja, da hatte ich diesen Geistesblitz. Oh, du bist also schon wieder vom Blitz getroffen worden? Ist ja fast wie im Lotto. Wieso schon wieder? Manchmal redest du echt in Rätseln. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Ich hatte plötzlich eine Idee. Hör zu, ich sofort zum Telefon gerannt, dich angerufen. Und was war? Keine Ahnung, du hast dich verwählt? Richtig, denn ich hatte versehentlich Werner an der Strippe. Naja, ich hab dem erzählt, was ich im Fernsehen gesehen hab. Und Werner meinte direkt, ohne lange zu denken, lass uns eine Arche bauen. Ach, dann ist das auf Werners Mist gewachsen, ey. Und warum hast du den dann nicht danach nochmal bei mir angerufen? Ich meine, ich hätte auch mitgeholfen. Naja, dann hatte ich ja deine Nummer vergessen. Und Werner meinte dann, oh, den können wir ja später auf dem Seeweg abholen. Mann, Lenny, ihr seid drauf. Aber wie ich sehe, seid ihr ja auch schon fast fertig. Sieht ja echt beachtlich aus, das Teil. Naja, der Bau war gar nicht so schwer. Zumal Howie und Peter auch geholfen haben. Und Günni hat uns sogar seine Hilti geliehen und sein Warndreieck aus dem Auto gesponsert. Klingt logisch. Wenn ihr mit der Arche irgendwo liegen bleibt, dann könnt ihr ja den Pannenstreifen absichern. Du weißt aber hoffentlich, wenn du in die Fußstapfen von Noah treten willst, solltest du von jeder Biersorte mindestens ein paar mitnehmen. Tier, Moat, Tier, nicht Bier, aber keine Sorge. Wir haben schon 20 Kisten Plörbräu im Rumpf verstaut. Werner und Eb waren gestern Nacht im Tiergarten und haben alles Nötige besorgt. Ja, das meiste ist schon unterdeckt, ne? Nur noch die Nilpferde und dann war es das fast. Okay, ich werde euch helfen, damit euer Frau Wegener-Plan aufgeht, ey. So, was soll ich denn tun? Okay, ja, dann geh mal rauf in die zweite Etage, ne? Da steht Werner an der Seilwinde, ne? Ich bind hier gleich das Nilpferd an und du und Werner, ihr könnt dann hochziehen, ne? So, mal eben das Tau hier um den Bauch. Mann, du bist aber auch fett, ey. So, und jetzt noch einen schönen, dicken Doppelknoten. Hey, Werner, du alter Knittersack, alles klar? Ba, 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 ba. Hey, wie weit seid ihr zwei da oben? Ba, 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 ba. Okay, ihr zwei. Dann jetzt langsam anheben, ganz langsam. Ja, und hoch damit. Boah, was für eine Plagerei. Moat, spar deine Kräfte, Mann. Sammel nicht hier rum. So, wir sind fast fertig. Jetzt langsam, gleich haben wir's. Ich meine das mit der Rolle und der Seilwinde, ey, war eine klasse Idee. Haben die Ägypter auch schon so gemacht, aber jetzt hängt da das Nilpferd im Stock 2 und wie kriegen wir denn das hier hereingezogen? Oh Mann, da muss ich überlegen. Warte mal, ich hab ja gar nicht überlegt, Mann. Schau mal, da hinten, da liegt ein Enterhaken. Nimm den und dann ziehst du das Nil damit an Bord. Wo denn? Ach, da hinten. Ich seh's. Oh Mann, ich geh mal den holen, ne? Ba, 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 ba. Oh, Moat, du Depp, was hast du getan, Mann? Mann, Werner ist abgehoben wie Apollo 17. Scheiße, das wird nie gut gehen. Was? Wo ist denn Werner hin? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe Werner direkt ins All katapultiert. Du kannst doch nicht einfach loslassen, Mann. Der kann das Gewicht doch alleine gar nicht halten. Lenny, schau mal, da kommt er. Er sieht so aus, als wenn er nochmal Glück im Unglück hatte. Denn der steuert genau auf den Tümpel hinterm Haus zu, ey. Da wird er sicher weich landen. Nicht nur weich landen, Moat. Da wird er auch weich gekaut. Ich hab doch die Krokodile da bis zur Abfahrt eingefärscht. Mann, was machen wir denn jetzt? Na nix. Hat Werner nicht mal gesagt, dass er als Stunt-Double beim Krokodilhunter war? Stimmt. Ich glaube, das hat er mal erwähnt in der Schenke. Aber da war er hackevoll. Apropos Schenke. Nach der harten Arbeit habe ich einen Mordsdurst. Kommst du mit? Ich gebe dir den aus, Lenny. Okay. Da bin ich dabei. Da komme ich mit. Ja, aber was machen wir denn jetzt mit Werner? Werner? Wird schon wissen, was er tut, ey. Mord, wenn du das sagst, wird das stimmen. Also, auf geht's. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.